an. Dann kommt er in seiner Station an. Er drückt. Meine Mutter so, ja, sie muss auf der anderen Seite raus. Ne. Drückt die ganze Zeit weiter. Drückt. Jo Leute, was geht ab, Earl vom Start, und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ja, Randy Stories. Das Ganze ist ein Projekt von Dr. Banks, der auch mit dabei ist. Hallöchen. Und ja, deswegen schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei und wir erzählen jetzt mal zwei Randy, also was weiß ich, was das heißt, zwei einfach lustige Stories. Und ja, ich würde mal sagen, gönnt euch und ja, wir sehen uns nach dem Cut. Hey, und da sind wir auch schon wieder zurück und ich mache jetzt mal den kleinen Anfang, denn ich habe eine ganz besondere Geschichte. Und dazu würde ich dich aber vorher was fragen, Evolve. Und zwar, wenn du so durch die City cruist, mit U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, ganz egal, dann hältst du dich ja sicher das ein oder andere Mal an den Griffen dort fest, wenn du einen Stehplatz hast, oder? Normal, wenn nicht. Ja, und zwar, ihr kennt das alle, besonders Mädchen quatschen dann immer voll, fass niemals diese Dinge an, die sind so ekelhaft, so verseucht, und man denkt sich dann immer so, ach scheiß drauf, hallo, die sind doch sauber, da ist gar nichts dran, und bam, die Hand dran. Und Leute, ich habe jetzt eine Geschichte, die euer Leben verändern wird, nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber mir ist Folgendes passiert und ich schwöre euch, ihr werdet nie wieder so einen Griff anfassen, nachdem ihr diese Story gehört habt. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr zuhören, Alter, aber egal, komm. Es ist nicht zu eklig, Leute, keine Angst. Ich steppe so in die U-Bahn rein, will zur Uni fahren, ist ungefähr schon ein Jahr her, setz mich halt auf so ein Zweier und neben mir sitzt so eine voll liebe, nette, ältere Oma. Ist da so am Chillen und isst ihren Amerikaner. Falls ihr nicht wisst, dass ein Amerikaner ist, das ist einfach so ein Gebäck mit einem Haufen Zuckerguss drauf. Schmeckt trotzdem. Und halt richtig schön am Kleben. Und die so richtig schön am Essen und Genießen mit ihren Händen. Die ganzen Hände überall voll mit diesem Klebezeug. Und das war einfach alles am Rumlaufen da bei ihr. Ich dachte mir schon, alter Schwede. Und jetzt kommt der entscheidende Part, Leute. Die Haltestelle kam. Und sie wollte aussteigen. Man hat schon gemerkt, so, sie wurde so ganz hippelig und wusste nicht so recht, wo sie jetzt das ganze Zeug hinpacken soll. Hat das dann schnell so ein bisschen provisorisch eingepackt, hat dann ihre Hand angesehen und dachte sich wahrscheinlich in dem Moment, scheiße, was mache ich jetzt mit meinen Händen? So, dann hat sie erstmal schön genüsslich, und zwar so laut, dass es die gesamte U-Bahn gehört hat, Finger für Finger abgeleckt. Sie hat quasi die ganze Hand bis zu ihrem Ellenbogen im Mund gehabt, also es ist wirklich übertrieben. Boah. Und dann hat sie mit beiden Händen so, dann saß sie wieder da mit ihren beiden Händen und hat diese Hände angeschaut, wie sie einfach triefend nass von ihrem Speichel waren. Und was hat sie dann gemacht? Die Bahn hält fest mit ihrer Hand schön an den Griff. Und der ganze Sabber läuft diesen Griff runter. Und ich dachte nur so, boah, ist das ekelhaft. Ich meine, nichts gegen Rentner und so. Und Rentner sind vielleicht manchmal auch ein bisschen tüdelig, so sagt man ja. Aber Alter, das ging gar nicht. Sie fasst diesen Griff an und übelst ekelhaft. Und jetzt, Leute, nächste Haltestelle. Ich habe schon, das war vielleicht ein bisschen mies, aber ich habe drauf gewartet, bis der Erste da reinfasst. Einfach so, weil ich saß halt. Es war nicht böse von mir gemeint, aber das war genau am Eingang. Und das sieht man ja dann einfach so automatisch. Und ich kann ja nicht dann hinrennen, nein, nicht anfassen. So, zwei, drei Haltestellen. Ein paar Leute sind dran vorbeigegangen. Es hat keiner rangefasst. So. Aber dann kam er. Auch so ein 18-jähriger Typ, der hat sich richtig cool mit Muskelshirt und allem war am Start. Steigt ein, bam, mit der Hand da dran. Ich dachte mir doch, boah, ist das ekelhaft. Du hast gerade in diesen 1-Liter-Sabber gegriffen. Und der Typ, der wusste es ja nicht. Er hat es nicht mal gemerkt. So, das. Und ich dachte mir so, Alter, und seitdem fasse ich nie wieder irgendetwas in so einer Bahn an. Oder allgemein irgendwie. Das ist echt, boah. Läuft, das war im Grunde meine Geschichte, Leute. Also. Boah, yo. Alter, war das richtig ekelhaft. Ich kenne das, ich fasse da immer dran. Ich denke über sowas eigentlich gar nicht nach, aber ich wette, das macht nicht nur die eine Oma oder so, das machen richtig viele. Ja, 100 Pro machen das richtig viele. Ja, ich würde mal sagen, wir klatschen einfach meine Story da hinten dran. Hat auch was mit der U-Bahn zu tun, aber jetzt nicht direkt mit diesen Stangen oder sowas. Geht ganz einfach darum. Und zwar war ich, wo es Oktoberfest war in München in der U-Bahn. Und ihr kennt das bestimmt, wenn irgendwas Besonderes in eurer Stadt ist oder so, ist mal alles mega voll. Also man konnte da fast gar nicht mehr stehen. Du wurdest wirklich umgekrempelt. Ja, genau sowas. Also es war überkrass voll. Und da war da einfach so ein Besoffener. Und der hat immer noch schön in der Bahn rumgeschrien, wo er aussteigen will. So.
pass auf. Er schreit die ganze Zeit, ja, ja, hier und hier Platz, steig ich aus. Ich denke mir schon so, ja, ja, komm, ne? So, und dann kam der Platz. Und warte. Dann kam der Platz und nicht. Der kam erst die Station davor. Und er war an der Seite an der Tür, wo es zur Wand ging, wo man nicht raus kann, ne? Und er hat die ganze Zeit auf diesen Knopf gedrückt. Die Tür ging nie auf, ne? Und dann kommt er in seiner Station an, er drückt. Meine Mutter so, ja, sie muss auf der anderen Seite raus. Ne. Drückt die ganze Zeit weiter, drückt. Das geht zu und wir fahren weiter. Und ich hab mich so weggehauen. Es war so lustig, Alter. Und Junge, am Ende hing der da, hat blöd rumgeguckt und wusste nicht, wo er ist. Und so, Junge, das war so lustig. Das war einfach so lustig. Und einmal war ich auch im Zug. Da saß einfach so ein richtiger Alki, der hat die ganze Zeit rumgeschrien und rumgesungen und irgendwann hat er einfach alles voll gekotzt und ich war über alles glücklich, dass ich nicht in dem, seinem Vierer da saß. Boah. Der hat alle angekotzt und so und ich muss natürlich direkt lachen mit meiner Lache, da guckt mich jeder an, aber es ging einfach nicht anders. Ich bin einfach, es war so lustig, Alter, das muss euch einfach mal geben, wenn gegen dir, weißt du, du fährst und zu, hörst Musik, das ist langweilig und gegenüber kotzt einfach irgend so ein Alki alle voll. Großstadt-Flair auf jeden Fall. Ja, Mann, auf jeden Fall übergeil. Und, in der U-Bahn erlebt man nicht die komischsten Sachen. Ne? Ohne Scheiß, Jungs, also geht mal weg vom PC, fahrt lieber den ganzen Tag U-Bahn. Nein. Ja, warte, da habt ihr auf jeden Fall was zu erzählen. Oh, Junge. Ja, korrekt, das war meine Story. Aber auch geil, er leitet so eine halbe Stunde ein, wo er endlich aussteigt. Alle hoffen schon so, dass endlich diese Station kommt und der Typ die Schnauze hält und dann ist er zu dumm auszusteigen. Und alle so, oh. Und noch eine Runde. Wahrscheinlich ist der schon 4 Runden gefahren, der wollte schon 4-mal da aussteigen. Das war ohne Scheiß. Oh, sowas vergisst man einfach nie in seinem Leben, weil es einfach so krass lustig war. Und immer, wenn ich irgendwie U-Bahn höre. An diese Oma werde ich noch mit 80 denken. Da, ist echt so. Das hat sich in mein Gehirn gebrannt. Das ist einfach sowas, wenn man U-Bahn hört. Ich denke, sobald einer zu mir U-Bahn sagt, sehe ich direkt den Typen mit seinem scheiß Finger die ganze Zeit auf den Knopf drücken vor mir. Es ist einfach so. YOLO. Okay, Leute. Okay. Hast du noch was zu erzählen? Ich glaube, das war's, oder? Ja, ich denke mal, das war's. Ich habe nichts mehr, aber... Machen wir es kurz und knackig. Wir könnten jetzt noch Ewigkeiten über die U-Bahn erzählen, aber ich würde sagen, das heben wir uns für ein nächstes Mal auf. Auf jeden Fall beim lieben Erweif vorbei. Vergesst nicht zu bewerten. Ein Däumchen nach oben, lasse ich mir loben. Krasser Freestyle hier. Und dann gebe ich mal an dich noch. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. War eine chillige Story, mal so ein paar lustige Storys raushasseln. Und auch an alle meine Abonnenten, schaut mal beim Ben vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Wir haben schon mal öfters was aufgenommen. Ich weiß gar nicht, auf deinem Kanal war ich noch gar nicht, ne? Nee, das mein ist erstes die Mal. Entjungferung sozusagen. Oh, geil! Oh. Nein, Spaß. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Macht ziemlich freshe Videos. Keine Ahnung. Gebt auf sein Video auch mal einen Daumen nach oben, wenn ihr das hier seht. Und dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten und ja, macht's gut. Ciao. Haut rein. Ciao. We'll be right back.